Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir haben kurz ein paar Infos für euch zusammengefasst und dann gibt es das nächste Gewinnspiel. Momentan läuft ja die Johto-Nostalgie-Herausforderung, also von Generation 2 ist das, hoffentlich, glaube ich. Da gibt es dann also ein Shiny Pikachu mit nach Taramütze zu gewinnen. Gestern Abend haben wir nämlich das Shiny Pikachu mit Glurak-Mütze verlost. Gewonnen hat Pokémon Go, so komisch es klingt, also ein Account, der bei Google Pokémon Go heißt, sich so benannt hat, wurde bei der Auslosung gezogen, hat dann im Stream auch direkt geantwortet im Chat, dem habe ich dann meine Nummer gegeben, wir haben jetzt auch geschrieben, das geht alles über die Bühne, er hat das leider noch nicht registriert, das heißt wir müssen erst ein bisschen leveln, dann kriegt er aber auf jeden Fall sein Shiny Pikachu mit Glurak Mütze. Und jetzt haben wir kurz noch was zusammengefasst für euch, die erste Saison, die erste Season, wie auch immer, der Go Battle League ist natürlich vorbei. Alle, die Rang 7, mindestens Rang 7 erreicht haben, bekommen also so eine Top-Lade-TM, mit der ihr eure Attacke direkt auswählen könnt. Gerade bei Mew oder sowas ist das natürlich sehr hilfreich, wenn das 100 verschiedene Charge-Moves hat, ihr aber einen bestimmten wollt, bevor ihr 1000 TMs ausgebt, nehmt ihr die Top-Lade-TM, nehmt genau die Attacke, die ihr wollt, könnt ihr euch raussuchen. Das ist also eine gute Sache. Schreibt ihr mal rein, welchen Rang ihr hattet, als die Season vorbei war. Jetzt startet die zweite Season. Jetzt habt ihr also wieder Zeit, bis, ich glaube, bis 1. Juni in der Superliga zu kämpfen. Dann gibt es so ein weiteres Poke-Münzen-Bundle für einen Coin, in dem unter anderem auch ein Fanraid-Pass dabei ist. Gönnt euch das, so wie es aussieht, wird das letzte Poke-Münzen-Coin-Bundle-Paket sein, was es gibt. Steht ja auch da, ein letztes Poke-Coin-Münzen-Bundle-Paket. Ne? Das sind aber nicht, da ist nicht nur der Fanraid-Pass drin, da sind auch ein paar Bären, ein paar Bälle, alles weitere. Aber bevor man für 100 Coins einen Pass kauft, kauft man sich für einen Coin so einen Fanraid-Pass. Kann man ja immer mal wieder benutzen, auch jetzt, wenn Viridium erscheint ab morgen und ihr einen Shiny bekommen könnt. Ne? Denkt also dran, euch noch das Paket abzuholen. Außerdem findet heute von 18 bis 19 Uhr auch die nächste Spotlight-Stunde statt. Diesmal mit Sonnenkern. Wer da also noch keinen Shiny Sonnenkern hat, kann sich da natürlich eins gönnen, sagen wir mal. Ansonsten könnt ihr Sonnenkern-Bonbons farmen, obwohl das ja jetzt auch kein krasses Pokémon ist. Ist auch nicht gut zum Entwickeln. Ihr braucht da zusätzlich auch diesen Sonnenstein und müsst immer 50 Bonbons ausgeben, also für Entwicklungssessions auch nicht unbedingt. Aber ist mal was anderes. Es gibt auch doppelte EP für das Fangen und momentan gibt es ja auch immer noch den doppelten Sternstaub, eben durch die Johto-Nostalgie-Herausforderung. Und da sind wir wieder beim Punkt, die Johto-Nostalgie-Herausforderung. Es gibt also momentan das Pikachu mit nach Taramütze, was auch shiny sein kann. Und so eins wollen wir wieder verlosen. Ihr habt Zeit ab diesem Video, wenn ihr einen Hashtag in die Kommentare schreibt, den muss ich mir gleich noch spontan ausdenken. Und die Auflösung gibt es dann wieder am Montag im Livestream. Montag 20 Uhr ist dann wieder der Livestream. Genau wie gestern am Montag war auch 20 Uhr der Livestream. Da haben wir dann recht zeitnah die Verlosung gemacht. So wird das nächste Woche auch wieder sein. Ihr müsst also eigentlich nur einen Hashtag unter dieses Video schreiben. Packt einen netten Kommentar dazu, irgendwas, oder übt Kritik aus oder Beleidigungen, irgendwas. Auf jeden Fall gebt einen Kommentar ab mit dem Hashtag. Was nehmen wir denn für einen Hashtag? Einfach den Hashtag Adi the Cat. Fertig, keine Ahnung. Das ist der Hashtag, den ihr diese Woche reinschreiben müsst. Und unter allen, die diesen Hashtag unter dieses Video schreiben, gibt es dann also das Shiny nach Tara Pikachu zu gewinnen. Ich schreibe den Hashtag auch natürlich nochmal hier rein. Adi the Cat, fertig. Das ist der Hashtag, den knüppelt ihr unter dieses Video und schon macht ihr mit. Ihr müsst das Video, wie gesagt, nicht liken, nicht mit 100 Leuten teilen, ihr müsst niemanden markieren, ihr müsst keinen anderen Schindluder betreiben, einfach nur einen Kommentar drunter, dann seid ihr dabei. Wir sehen uns dann am Montag im Livestream, 20 Uhr wieder, bei der Auslosung natürlich. Euch viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg. Das andere geht halt jetzt an den Pokémon Go, beziehungsweise ist das der Stoffmann. Vielleicht kennt ihr den ja, Stoffmann 1
Habe ich sogar in der Liste gehabt. Also, wir sehen uns am Montag im Livestream bei der Verlosung. Ansonsten viel Spaß noch in der Spotlight-Stunde. Viel Spaß morgen mit Viridium. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.